Das heißt, mit Dervan sprechen. Dann gucke ich mal, wo der Dervan ist. Da ist er. Ich bin froh, dich wieder bei guter Gesundheit zu sehen. Ich bin Dervan, Piastrovias Quartiermeister. Der Kastellan hat mir gesagt, ich soll mich an dich wenden. Ich verstehe. Erlaube mir, dir deine Situation ein wenig genauer zu erläutern. Unser Herrscher tendiert dazu, mitunter ein wenig kurz angebunden zu sein. Ja, bitte, das würde sehr helfen. Das ist noch milde ausgedrückt. Ich habe keine weitere Erklärungen nötig. Ich weiß, was ich tue. Nee, das ist noch milde ausgedrückt. Nun, deine Gilde wurde in den Oxbow eingeladen, um eine neue Siedlung zu gründen, die sich mit der Zeit zu einem starken Verbündeten Piastrovias entwickeln könnte. So viel habe ich verstanden. Du wirst dich wahrscheinlich fragen, wofür braucht Piastrovia einen solchen Verbündeten oder was bedeutete es wirklich, ihr Verbündeter zu sein? Diese Fragen sind schwer zu beantworten, keine Frage. Manche würden sogar sagen, gefährlich zu stellen. Was versuchst du mir zu sagen? Entschuldige, vergiss, was ich gesagt habe. Ich wollte damit nicht andeuten, dass du dich in irgendeiner Gefahr befindest. Der Oxbow ist ein wunderbarer Ort, abgesehen von hungrigen Wölfen und dem einen oder anderen betrunkenen Abenteurer, der zum Gesetzlosen geworden ist. Hast du nichts zu befürchten. Sei nur vorsichtig, wenn du dein Vertrauen schenkst. Also die Wölfe habe ich jetzt schon kennengelernt. sprich offen. Sagen wir einfach, nicht jedes Dorf im Oxbow hat ein gutes Verhältnis zu seinen Nachbarn. Ein Freund an einem Ort mag dir einen Feind im Nächsten schaffen. Nicht jedes Lächeln, das dir begegnet, wird aufrichtig sein. Menschen werden von Macht angezogen und das lässt sie womöglich leicht ihrer Menschlichkeit vergessen. Okay, ich werde vorsichtig sein, danke. Gut, gut. Während du dich mit dem Kastellan unterhalten hast, habe ich ein paar Dinge in der Kiste neben Sedowins Krankenhaus für dich bereitgelegt. Es ist nicht viel, einige wenige Gegenstände, die wir nach dem Gemetzel bergen konnten und ein paar nützliche Dinge, die dir den Anfang erleichtern werden. Okay, das weiß ich zu schätzen. Das ist dann alles. Das Einzige, was noch zu tun ist, ist für dich, dort hinauszugehen und alles zu erkunden. Streife umher und finde den besten Platz für die neue Siedlung. Ich bin sicher, dass du gut zurechtkommen wirst. Das ist es, was ich tun werde. Leb wohl, Oxbow, ich komme. Ich will nicht undankbar erscheinen, aber könnte ich nicht auch einfach verschwinden? Nee. Das ist es, was ich tun werde. Leb wohl. So. Behalten Sie die Situation in Oxbow im Auge. Bleib wachsam. Das ist die neue Quest. So, ich bin etwas am Müffeln. Ich auch. Du rennst da immer noch rum. Hoffentlich findest du nicht die Wölfe. Weil die waren nämlich in dem Eck. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal hier runter und schau mal, was wegen dieser Kiste oder was das war. War die dann innen? Ist da irgendwo eine Kiste? Hast du eine Kiste gesehen in der Ecke von dem Häuschen? Da ist dieser Komposter, da sind kleine Felder. Da ist ein Fass, Bretter, Zielschaft, da ist eine Kiste. Truhe, öffnen. Oh ja. Da ist alles drin. Bogen, Eimer, einfaches Säckchen, Fackel, Holzhammer, Holzstamm, Kupferschaufeln. Da ist wirklich alles drin. Okay, und das kann ich mir jetzt einfach rausnehmen, das Zeug. Na dann her damit. Kann ich nicht einfach den ganzen Ding hier nehmen? Stapel transferieren, Kategorien, Zeiten schließen? Nee. Ich muss die tatsächlich einzeln nehmen. Kupferpfeile sogar. 10 Stück. Steinäxte 3 Stück. Steinspeere. Stöcke. Temperaturtrank. Braucht man nicht, aber können wir gut verkaufen. Verbranntes Schriftstück aus dem Wagentross. Dann schaue ich da mal drauf. Inventar, jetzt muss ich nochmal gucken, wo das ist. Liste mit Übungen, das hattest ja du schon aktiviert. So, verbranntes Schriftstück aus dem Wagentrost. Questgegenstand, ein teilweise verbranntes Stück Pergament, das aus dem Trost geborgen wurde. Es muss an eine der Warenlisten der Gilde gewesen sein. Okay, kann ich das auch lesen? Nee.
Lesen kann ich es nicht. Na gut, also ich bin noch nicht ganz geheilt, jedenfalls. Ich habe zwar ein bisschen von dem Wegerichtzeug gegessen, warte mal. Vielleicht geht es ja mit Apfel oder was weiß ich. Nee. Ganze Blüße, Haferbier. Ah, zwei Nahrung, da steht's. Haferbrötchen hat 50 Nahrung, aber kein... Ja, warum habe ich jetzt eigentlich Hunger und Durst? Ach so, da fängt man immer, ne, mit an. Wenn man stirbt. Mit Hunger und Durst, wenn du stirbst, dann hast du nur 50%. Ja. Speisemorchel hat nur 1,5 Nahrung. Und Vergiftung. Trockenfleisch. Ne, ich brauche was zum Heilen. 55, Trank des schnellen Heilens, Stufe 1, 30 Gesundheit. Dann haue ich mir den jetzt mal rein. So, dann habe ich zumindest wieder ein bisschen Leben. Aber die Tauben sind auch neu, ne? Ja, die sind neu. Auch die ganzen Vögel sind alle neu. Es gibt ja Adler und Tauben. Gibt's. Enten gibt's. Ja. Klonika. So, ich schau mal, ob ich dass ich in deine Richtung laufe. Moment, ich brauche... Also ich weiß nicht, was du von diesem Fleckchen hier hältst. Das muss ich dahin. Ich komme einfach mal, das wird schon passen. An sich schon cool, so von der Infrastruktur her und so. Keine Pfeile? Ja. Wir hätten auch viel Holz drumrum. Also wir müssen erstmal hier die ganze Fläche roten. Hätten viel Holz, hätten einen coolen, ja, so einen Wegpunkt mit einem Stein in der Mitte drin. Cool. Ich habe nur noch 200 Meter ungefähr zu dir. Ist halt nicht so ganz flach, ne? Es ist eher ein wenig abschüssig, aber es sind schon flache Elemente mit dabei. Aber für so richtig große Felder weiß ich nicht. Und es ist ziemlich, ja, nach oben hin wird es ziemlich hügelig. Aber wir hätten hier auch noch zwei Ruinen, die wir mit einbauen können. Okay. Also, ich weiß nicht, schau es dir an. Also ich sehe jetzt diesen riesigen Felsen hier als Stadtmitte, wäre das nicht einmal so schlecht, ne? Ja, drumherum vielleicht so dann, also hier so am Wegesrand, hier so ein paar so, Bänke und da kann man den Marktplatz auch machen. Ja, genau, den Marktplatz Stein. Dachte ich, ja genau, Marktplatz. Und da unten... Da kann man die Felder hinmachen. Da unten Felder, ja. Das ist eigentlich schön flach. Und da würde auch einiges hinpassen, weil die Felder, die sind ja jetzt nicht so mega, je nachdem, wie es du halt anlegst, ne? Ja. Hier haben wir Bären ohne Ende. Ja, stimmt, die kann man ja auch einzäunen dann. Ja. Ja, gut, ey, du, ich meine, lass anfangen irgendwo und wenn wir ein besseres Eckchen finden, dann gehen wir halt da hin und bauen da ein zweites Dorf, das ist ja kein Stress. Ja. Cool. Willst also, du 5 von den Kupferpfeilen haben? Ich teile gerne mit dir. Ja, du, ich habe Eisenpfeile und Kupferpfeile. Also alles gut. Ich habe... Okay. Ich habe 3 Eisenpfeile und 4 Kupferpfeile. Okay, Eisenpfeile habe ich nicht, aber ich habe 10 Kupferpfeile. Ich hätte passt. 2 Kupferäxte, eine angelutscht, die andere ist noch top. Brauchst du eine? Nö, ich mach das dann mit den Steinen. Behalte das Zeug. Ein Kupferhammer wenigstens, da habe ich 2 Stück. Ah, Hammer bräuchte ich wahrscheinlich. Ja, Hammer könnte ich einnehmen, ja. Okay, habe ich jetzt halt mal einen abgelegt, glaube ich. Nein. Hä? Kupfer, hä, wie kann ich den dann ablegen? Mit F, ach so, mit F ist ausrüsten, ne? Ablegen ist X. Bestätigen. Jetzt halt. Was habe ich? Dann hast du einen Hammer. Hä? Habe ich den jetzt rausgerüstet oder nicht? Nee, habe ich nicht. So, dann. Jetzt habe ich ihn ausgerüstet.
Nein. Ich muss wieder dahinter kommen. Wahrscheinlich reicht es, wenn ich die Taste drücke, ne? Dass ich das dann habe. Ach, jetzt kann ich ein Lagerfeuer machen, weil ich einen Hammer habe. Ha, da war was, da war was. Ah. Ich gehe mal kurz wohin, bin gleich wieder da. Ja, mach doch. Ja, mach ich auch. Kannst mich auch nicht aufhalten. So, dann schau mal. Wahrscheinlich brauchen die Bäume auch wieder sein Jahr oder sowas, bis die wieder nachwachsen. Wegwarte. Da ist jetzt natürlich die Überlegung, wo baut man sein Schloss hin, ne? Das bisschen hügelig, das stört mich eigentlich überhaupt nicht. Da der Dorfplatz ist, da ist eine Ruine. Mal abwarten, bis Sandman wieder da ist. Dann frage ich ihn mal, ob er sich schon einen Bauplatz ausgesucht hat. Noch ein paar Speisemaucheln einsammeln. Aber Bäume bräuchte man. Aber ich will nicht jetzt ja gerade direkt in der Stadtmitte oder in der Dorfmitte, möchte ich jetzt nicht unbedingt die Bäume wegfällen. Ich gehe mal lieber hierher. Jetzt brauche ich erst einmal die Steinäxte auf. Birken geben, glaube ich, immer nur zwei Stämme, wenn das noch weiterhin so ist. Einmal. Ja, zwei Stück. Eine Birke, zwei Stämme. Aber ist egal. So, die erste Axt ist durch. So. Ja, ja, die Zweige, die kannst du schon aufsammeln. Die brauchen wir. Und Ahorn gab, glaube ich, immer vier Stämme. Neues Level der Gewinnung. Ich bin jetzt mal ein bisschen weg von unserer Dorfmitte, um Bäume zu fällen, weil das wollte ich jetzt nicht unbedingt direkt bei uns drin machen. Das schaut dann sonst immer so kahl aus irgendwie. Und vor allem ist es schön, wenn du weißt, wo die Bäume sind, wie beim Bauen, ne? Genau, Ahorn gibt immer vier Holzstämme und die Birken, die geben immer zwei Holzstämme. Ja. Und Kiefern, das waren drei. Also schaue ich mal, dass ich möglichst nur Ahorn finde. Hast du dir eigentlich schon den Bauplatz ausgesucht? Für dein Hüttchen? Für dein eigenes? Nee. Neues Gebäude, Materiallager. Oh, Katze! Katze! Oh, latscht mir gerade über die Tastatur. Mann! Oh. Was habe ich denn jetzt für eine behinderte Ansicht? Ich weiß nicht, glaube ich, wenn du C drückst, oder? Nee. Irgendeine Taste war es, ich glaube C. Dann kannst du die Ansicht ändern. Ja, ansonsten mit dem Mausrad kannst du rein und raus scrollen, ne? Ah ja. Oh, gut. Oh. Hast du die Ruinen schon gelootet wahrscheinlich, ne? Ja, habe ich. Ja. Okay. Ich bin zurück. Hier ist der Stein. Da geht ein Weg hoch. Und hier würde ich gerne mein Häuschen bauen. Hier oben. Ja. Ist das zu weit weg? Doch, das passt dann schon. Dann mache ich das hier neben dich. Okay. Jetzt muss ich immer gucken, wie das hinhaut.
Landwirtschaft, Jagd, Gewinnung, Häuser. Kleines Häuschen. Die kann man ja dann später noch ausbauen, oder? Aber hier ist der Weg. Ja, dann würde ich das vielleicht ein bisschen nach hinten versetzt, so einen kleinen Vorgarten. Vielleicht ohne Stufen vorne dran. Oh Gott, was ihr da alles braucht. Oh. Ich weiß es nicht, ich brauch erst einmal den Hammer. Moment, den habe ich auf der 1. Baumodus, wo ja. Wo hast du eigentlich die Gehölze gehölzt? Ich bin einfach mal 200 Meter in irgendeine Richtung. Oh oh, oh oh, oh oh. Was, Wolf? Nee, Wildschwein. Oh. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Aua. Die hat jetzt das Wildschwein gefressen, ne? Mein Haus steht, aber ich sehe nichts mehr. Ich stehe gerade im Dunkeln. Mach mal eine Fackel. Ja. Ist es dann... Das ist wieder so wie bei Raft läuft. Ist es dann Schlaf bis Schwein auf die Hörner nimmt. Schlaf bis zum nächsten Tag, um einen Tag Jahreszeit zu überspringen, müssen alle Spieler dieselbe Aktion auswählen. Nee, ich dachte jetzt halt eigentlich, dass ich hier halt sowas wie einen Spawnpunkt habe. Wie kann ich da raus? Mit X? Okay. Soll ich bei dir ein bisschen rumklopfen? Ja, kannst du gerne machen, ja. Weil ich nicht weiß, wo ich jetzt tatsächlich das Holz herholen soll. Ah, guck mal, wir haben hier Tonvorkommen, haben wir hier auch. Oh, warte mal, du hast... Ach, stimmt ja. Hast du Flechtwand gemacht? Weiß ich nicht. Weil das habe ich nämlich ausgewählt bei mir. Man kann doch das Ganze... Ja, weiß ich das. Ich habe das einfach hingestellt, das Haus. Ach so. Oh, Wand. Man kann das... Ah, nee, das ist ja eh noch nicht freigeschalten. Man kann ja... das müssen wir erst einmal freischalten. Also insofern passt es schon. Dann gucke ich mal, was ich bei dir noch... Ah, ich habe keine Holzstämme, deswegen. Aber ich kann dir zumindest mal den ganzen Flecht-Dingsbums draufhauen, was ich jetzt habe. Und das Stroh. Na gut, da bin ich jetzt auch schon leer. Na, ich hab all mein Material jetzt bei dir... Okay. So weit ja, verballert. Wo machen wir denn jetzt Holz sammeln? Ja, irgendwo halt ein Stück weit weg. Ich weiß es doch nicht. Also was ist denn ein Stück weit weg? Na, ich sag ja, ich bin so 200 Meter weit weggelaufen einfach. Du hast plötzlich mein Weg gekreuzt. Erschreck mich doch nicht so. Ja, dann mache ich jetzt die einfach hier weg. Mir ist egal. Oh, ich habe einen Bären hier, glaube ich. Hilfe! Ich habe ihn nur gehört. Habe ich meinen Bogen irgendwo? Hilfe, wo habe ich meinen Bogen? Wo habe ich meinen Speer? Verfolgt er mich? Wenn ja, warum? Vielleicht, weil du lecker bist? Weiß nicht. Ich bin Leckerschmecker. Ja. Aber wo ist denn jetzt mein... Habe ich meinen Bogen nicht aus... Ach, den habe ich nicht mal ausgerüstet, ne? Aber haben wir jetzt hier eigentlich ein Gewässer? Nee. Doch? Nee. Nur ziemlich weit unten. Naja, da wo wir die Felder hinmachen wollen, oder nicht? Nee. Heißt es, du willst da nicht bauen? Weiß aber ich nicht. Der Stein, wir wollten, ist doch gut. Aber tatsächlich wollten wir uns ja noch mal kurz da weiter rechts in der Ecke noch umgucken. Ne? Jetzt sind wir nur da oben hin und haben gesagt, oh, passt, nehmen wir mal. Haben da drüben rechts gar nicht geguckt, tatsächlich. Richtung dem Fluss meinst du, ne? Mhm, ja, da wurde es auch schon wie so eine Niere. Die Niere? Da ist so Gewässer und dann geht ein Fluss nach oben. Ja, genau. Ja. Ja, können wir ja. Können wir hingucken. Dann lass da hingehen. Erst nochmal
Ich sag, uns läuft ja nichts weg. Nee, uns läuft nichts weg. Also Richtung Osten jetzt mal laufen. Uah, Hilfe. Richtung Osten quasi jetzt mal laufen. Ja. Oh, und hier ist Tonvorkommen. Hab ich doch vorhin gesagt. Ach so. Ich hab dir wieder mal nicht zugehört. Ja gut, aber wenn wir weiter nach Osten gehen, dann ist das Tonvorkommen auch weg, ne? Ui! Ja. Wildschwein! Wildschwein! Lauf! Renn! Lauf! Lauf! Nein! Geh weg! Und ich entdecke ein Jagdgebiet Kaninchen. Lauf aber gerade von dem Wildschwein davon. Wo kommen denn die ganzen bösen Tiere her? Oh, oh, ein Wolf. Wolf! Wolf! Aua! Ich bin tot. Da wo der Fluss... Oh, da ist auch ein Wolf. Da wo der Fluss aufhört, das ist so eine Felswand irgendwie. Also ich habe auch nicht mehr viel Leben und ich denke mal, dass wenn der Wolf da unten mich erwischt, dann ist es für mich auch das gewesen. Weil genau da unten ist nämlich ein Wolf, wo ich jetzt stehe. Das müsstest du ja auf der Karte sehen, ne? Ich sehe gerade gar nichts, weil ich gerade im guck, dass ich zu dir irgendwie komme. Guck doch mal also kurz auf die... Also der Respawn-Punkt ist anscheinend in diesem Dorf. Also wenn du auf die Karte guckst, dann siehst du, wo ich stehe. Ja. Genau, und genau unter mir ist jetzt gerade ein Wolf und da ist es quasi so eine Felswand. Da hört der Fluss auf oder da kommt er raus, wie auch immer. Aber das schaut nicht schlecht aus, aber eine Angelhütte kannst du doch nicht hinmachen. Okay. Tja, auf mich anzuheulen, du dummer Wolf. Ich habe eh schon fast kein Leben mehr. Der kommt nicht ran an mich, das ärgert den. Das ist deswegen heute auch so komisch. Also komm lieber nicht zu mir. Hier ist ein Wolf. Oh, warte mal, ich habe doch... Ne, aber ich möchte die Pfeile jetzt nicht verballern. Ich habe eh fast kein Leben mehr. Und wenn der mich einmal beißt, dann ist vorbei. So, wohin flüchte ich denn jetzt? In welche Richtung? Flüchte ich nach Süden oder flüchte ich... Der dreht da voll durch da unten. Ja. Weil er an mich nicht rankommt. Ich stehe so komisch auf der Steinklippe hier. So. Ich sammle gerade mal ein bisschen noch Stroh. Ja, wenn wir schon da sind. Ja, aber hast du mal geguckt jetzt auf der Karte, wo ich stehe? Ja. Okay. Da aber hier wollte ich jetzt eigentlich hin, ja. Aber da kannst du ja auch keine Fischerhütte hinstellen. Nee. Ja. 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 Deswegen würde ich noch weiter in Richtung Norden gehen. Richtung diesem roten Viereck, was da ist. Obwohl, das scheint alles felsig zu sein. Ne? Da kommt man auch nicht runter zum Fluss. Ich glaube, der Ort, den wir da ausgesucht haben, der ist schon nicht schlecht. Nur ein kleines bisschen noch mehr in den Norden, dass wir Richtung Flussufer da kommen.